dann ging das ein gutes halbes Jahr so weiter, ne? So fast jede Party mitgenommen. Dann halt Hanomag, ne? Später dann diese alte Reifenfabrik. Haben die so eine Riesenhalle gehabt, wo immer Partys waren, Freitag, Samstag. Manchmal auch bis Montag, Dienstag gingen die Partys da durch und so. Die ersten 3-4 Monate, so bis März, April, habe ich so richtig Kette gegeben mit. Und nach hat die Schore das halt auch wieder abgelöst. Da waren schon harte Partys bei, ja. So 3 Tage am Stück, voll auf Sendung und so, nichts gefressen, nicht richtig getrunken und so. Das sah ja auch ruckzuck wieder scheiße aus, habe ich schon 15, 16 Kilo weniger gehabt, wieder nach 3-4 Monaten. Eigentlich jedes Wochenende, klar. Auf jeden Fall Freitag, Samstag, ne? Meistens dann ging das bis Sonntag oder Montag irgendwie. Sonntagmittag dann irgendwo abgehauen von der Party, total verstrahlt. Und es hat mindestens bis Montagabend gedauert, bis man einigermaßen wieder zurechtkam, ne? Nach 20 Es oder 15 Es oder so. Und hier eine Nase, da eine Nase. Ja, und das auch nur mit Hilfe von Shore, ne? Gar nicht immer so früh oder so schnell wieder runter. Sonst später habe ich dann noch 2-3 Tage gesessen und kam nicht zurecht nach so einer Party. Und da muss ich heute noch dazu sagen, damals waren die Pillen noch gut im Verhältnis zu jetzt. Ich möchte nicht die Depression haben, die die Jungs heute kriegen von so einer Scheiße. Ja, da gab es die Geisterpillen, rosa Tönnchen, große Salos, 180er EFAS, 360er EFAS. Und ja, all so eine Dinger halt, ne? Die waren richtig gut, die haben richtig, hast du eine Pille gekauft, die hat geklatscht, aber wie? 50, 60 Mark gekostet zu der Zeit noch, eine Tablette. Aber die hat richtig gescheppert auch. Heute kriegst du für 3 Euro so ein Ding und kriegst nur Magenschmerzen davon, ne? Also stelle ich mir auf jeden Fall so vor, die letzte habe ich, ja, 31.11.2001 genommen. Auch nur, ja, die haben mich überredet mitzukommen und so. Wir haben ein gutes Geschäft abgeschlossen. Und ja, habe ich mir die letzte Pille gegeben. Ich habe nur Magenschmerzen davon gekriegt, habe mich total unwohl gefühlt und so. Und das selbst von den guten Pillen damals, die ich also heute noch als gut einstufe von der Wirkung her, selbst die haben übelste Depressionen gemacht. So. Und die waren noch ziemlich sauber in den Inhaltsstoffen. So. Vor der Hanomag stand immer im Bus, da konntest du so Bruchstücke deiner Tabletten abgeben und so ein kleiner Laborbus. Und die haben das untersucht, analysiert und dir gesagt, die Inhaltsstoffe, da musst du 20 Minuten, eine halbe Stunde warten. Und dann hast du genau gewusst, was du dir da geben willst, ne? Mit Inhaltsstoffen. Auch wenn die meisten gar nichts anfangen können mit den Inhaltsstoffen, was die da sagen, dann was da drin ist. Bei den 180er EFAS weiß ich, also damals war das irgendwie so, ich prozentual weiß es nicht mehr ganz genau, aber es war ein guter Anteil von MDMA drin. Dann war ein kleiner Anteil Amphetamin drin für den Schub und ein bisschen Koks. Das gleicht sich so ein bisschen, das Pendel dann so. Man kann auch mal sitzen, man ist nicht die ganze Zeit auf Schub, so, aber die treibt die ganze Zeit die Tablette. Ja, und halt ein Bindemittel, ne? So. Und das war es damals. Ich gucke mir so solche Sachen genau an, bevor ich das erste Mal genutzt habe. Ich bin auch nie selbst zu dem Bus gegangen und habe da was abgegeben. So, weil ich ja immer auch Paranoia habe, irgendwie vor Polizei. Und das Hanomag-Gelände ist Kripo-Gelände. Da ist das Kripo-Gebäude, genau auf dem Gelände. Und die können von ihren Fenstern genau auf den Eingang gucken. Das war schon Grund für mich genug, da möglichst immer mit Käppi, hohem Kragen auch auf das Gelände zu gehen, dass die Kameras mich gar nicht erkennen können oder wenn einer mit dem Feldstecher steht. Also aber zu der Zeit waren bestimmt schon die ersten Kameras installiert auf diesem Gelände, weil ja auch ganz klar war, guck dir die Vögel an, die da hinkommen, die sind alle auf Drogen. Da wird einer sein, der Drogen verkauft, mindestens einer. So, und das direkt vor unserer Haustür. Ja, und es gab auch immer wieder Festnahmen. Das wurde dann auch irgendwann schwer dort zu verkaufen und so, weil immer wieder auch Kripo-Beamte, junge Kripo-Beamte da durch die Menge gelaufen, auch verkleidet und so und auch sahen aus, als wenn sie voll auf Sendung wären. Und genau hingeguckt hast du gesehen, ist er nicht. So, das war dann irgendwie einfach nur noch, um Party zu machen, auch für mich so. Also da wirklich verkaufen oder so großartig, so nebenbei mal ein paar Aspirin verkaufen, ja. Aber wirklich ernsthaft Drogengeschäfte an dem Ort zu machen, das kam für mich von Anfang an eigentlich nicht wirklich in Frage. So. Nee, zu der Zeit war ich auch noch, ja, so Hasch und so, klar, ne, das habe ich immer irgendwie zu der Zeit auch schon vermittelt und klar gemacht und so an Leute. Aber so mit Ecstasy-Dealen oder so, nee, das ist nicht so mein Ding.
ein Einbrecher zu der Zeit auf jeden Fall immer noch. Das reizt mich viel mehr. Das ist viel schneller auf einen Haufen, viel mehr Geld als. Ja, gut. Also, bis an der Stelle bist du so viel auf Schlag verdienst mit dem Dealen wie ein Einbrecher, der ein gutes Ding macht, gerade so. Also, wenn da 20.000, 30.000 auf Schlag rumkommen, ist das was anderes. Da muss ich 3 Monate für ticken. Oder 2 Monate. Und gut ticken, da habe ich schon einen festen Kundenkreis und und. Also, bis ich an dem Punkt bin, dieses Geld, was ich mit Brechen verdiene, mit Dealen verdiene, dann habe ich schon vorgearbeitet einige Jahre. Und habe einen festen, guten Kundenkreis und verkaufe Menge. So, deswegen irgendwie, das war so nebenbei, wie ich mal ein Kilo Hasch vermittelt habe oder ein halbes Kilo oder eine Platte oder sonst was. Ne? Immer entweder Ecke, eine gute Ecke zum Rauchen oder ein bisschen Bargeld. Ne? Klar. Irgendwann stellt man das sogar auf dem Turn fest, dass die immer die gleiche Scheiße labern. So. Und ja, das, also dieser Turn ließ sich auch mit meinem eigentlichen Leben nicht verbinden und mit meinem eigentlichen Konsum gar nicht verbinden. Ich war gar nicht in der Lage, wenn ich geturnt habe, auf ES irgendwie Geld zu verdienen. Großartig. Das ging, das war fast unmöglich. So, das muss mir in den Schoß fallen, sonst raff ich das gar nicht. So, auf ES bist du total, ja, wie bescheuert, ne? So, alles ist toll, alles sind gut, alles sind meine Freunde und dies und das. Du verschenkst ja noch was, als dass du was verdienst auf Sendung, ne? Deswegen, ich habe ganz gezielt auch auf Partys abgezähltes Geld mitgenommen und so, damit ich bloß nicht zu viel ausgebe und verschenke und hier einen einlade, da einen einlade, wenn ich voll auf Sendung bin. So, und hinterher habe ich selber kein Geld mehr, um was zu essen oder zu trinken, weißt du? Also das wurde mir ganz schnell klar, nach 3, 4 Partys oder so habe ich mich hinterher jedes Mal geärgert, ganze Kohle weg. So, und ich weiß gar nicht wohin, dass ich dann echt irgendwann angefangen habe, gezielt nur Geld einzupacken. Und so haben sich die ersten 6 Monate hingezogen. Ne? In der Zwischenzeit hatte sich natürlich die Show auch schon wieder eingeschlichen. Ich habe ganz oft vergessen, dass ich eigentlich schon wieder so gut wie drauf bin oder so richtig. Eigentlich bin ich schon wieder voll drauf. So, aber auf dem E-Turn und so, wenn da Amphetamin auch drin ist und so, der drückt den Entzug weg. So, man merkt es nicht wirklich. Die Nase läuft dir schon und so, aber du bist voll auf Sendung und du empfindest das nicht als Entzug. So, das ist einfach, du registrierst es eigentlich gar nicht. Wenn der Turn nachlässt, dann merkst du es richtig. Wenn die Ampfe weggeht oder der Schnelle weggeht aus dem Kopf und so und der Körper langsam zur Ruhe kommt, dann merkst du, wie es zieht. Ich bin schon 10 Stunden, 20 Stunden überfällig oder so. Dann registriert das Gehirn das auch wieder. Dann irgendwer sagt dir schon Bescheid. Also der sitzt hier im Nacken, der dir Bescheid sagt, der Affe, ne? Der ist da schon die ganze Zeit. Der kommt jetzt erst nur durch, wenn der andere Turn weggeht. Ja, wenn du so 3, 4 Tage durchziehst, dann merkst du es auch auf dem Turn. Ne? Da ist so, du kannst nicht mehr. Muskel, alles tut weh. Aber im Normalfall ist man zwischendurch irgendwann schon mal kurz runter und raucht. Oder? Ich bin ja sowieso so ein ja, ich krieg den Hals nicht voll Typ, wenn es um Drogenkonsum geht. Klar hat sich der Konsum gesteigert. Ich wollte ja auch mehr davon. Also von diesem Gefühl, ne? Wenn ich von der ersten Pille richtig gut drauf gekommen bin, dann war die zweite nicht weit, ne? Auch die dritte und vierte oder fünfte dann nicht. Also hab dann auch extreme Nächte gehabt, so. Wo in einer Nacht 15 Pillen in meinen Kopf gegangen sind oder so. Oder 20 und Nasen dazu und dies und das und jenes. Auch völlig vom anderen Stern. So dicht, dass ich nicht mehr reden konnte. Mit blauer Lippe, alles drum und dran. Voll am Zittern, der ganze Typ immer voll am Vibrieren. Das registrierst du in dem Moment nicht. Dieses euphorische Gefühl, was man dabei hat, das hat einfach Überhand gehabt. So. Die Welt ist voll gut. Ich habe zwar schon voll den Flimmerblick, wie wenn du in der Wüste stehst und die Hitze so auf der Straße oder auf dem Sand richtig flimmert, so, ne, als wenn es brennt. So einen Blick hast du dann drauf. Leicht verschwommen alles. Ja. Und so. So unter Strom, weißt nicht wohin mit deiner Power. So, das fühlt sich gut an. Das ist ja auch das Gefährliche daran. Es fühlt sich immer gut an. Ja, aber na klar, das steigert sich, ne? Aus einer wurden 2, aus 2 wurden 4. Auch mal, wie gesagt, 15, 20 Pillen in einer Nacht. Auch kein Problem gewesen. Ja, hinterher, die 2 Tage, 3 Tage zum Runterkommen, die waren dann ein Problem. Aber erstmal der Turn an sich, so,
Die ersten 48 Stunden auf den Pillen oder anderthalb Tage oder so, wie lange du dann voll so unterwegs bist. Das war okay. Aber das Runterkommen ist ganz schrecklich davon. Also für mich war das immer ganz schrecklich. Die ersten Mal habe ich das gar nicht so richtig registriert. Ich dachte, ah, alles scheiße und so, weißt du. Das war alles unzufrieden und dies und das. Na klar, vorher war geiler. War alles toll. Die Menschen waren alle gut, alle meine Freunde. Jeder hat mit mir geteilt. Ich habe mit jedem geteilt. Und ja. Und dann ist das Nüchternwerden ist ganz schrecklich davon, finde ich. Und letztendlich war der Schrecken dann nach 6 Monaten schon für mich viel größer als der Spaß am Turn mit dieser Drohung. Also, ich wollte unbedingt einkiffen, hab das Dope in der Hand, Feuerzeug in der anderen, Mischungsschale auf dem Schoß. Der Bong steht da, ich brauche eigentlich nur warm machen, bröseln, Mischung machen und rauchen. Ja, ich krieg's nicht gebacken, aber ich will so gerne rauchen, aber mein Kopf ist total behindert. Ich sitze da, heul nur noch und so. Ich habe voll die Depression von dieser Scheiße gekriegt, aber richtig. Ich kam gar nicht mehr zurecht. Immer so, wenn ich 2, 3 Tage gefeiert habe, genauso lange habe ich mindestens auch gehangen. Und kam gar nicht vorwärts, voll antriebslos, total tiefst deprimiert und also je höher du geflogen bist, umso tiefer fällst du hinterher halt auf die Fresse, ne. Aber mach das ein halbes Jahr oder ein Jahr am Stück und du gehst echt am Stock, ne. Leute abnehmen sehen auf Partys, innerhalb von 3 Monaten, ne, von 110 Kilo auf 60 Kilo runtergehungert. Die Haut hing nur noch an ihm, total aschfahl, aber immer noch voll am Feiern und am Abtanzen. Ist was los mit dir? Wie hast du das gemacht? Ich meine, ich war selber nicht besser. Ne? Ich habe 15 Kilo oder 16 Kilo in 3 Monaten abgenommen, aber andere haben das richtig als Diät benutzt. Ne? Jeden Tag die Dinger gefressen. Die Phase hat die mit mir zusammen erlebt. Ich meine, die war ja auch noch einige Kilo weniger als ich und so. Ein Mädchen halt. Ne? Und hat fast oder ziemlich genau dieselbe Menge an Tabletten gefressen wie ich und so. Das hat genau das Gleiche oder das ist ziemlich ähnlich in Grün mit ihr gemacht. Ne? Die war auch immer total ätzend. Das waren auch immer die Phasen, wo wir uns echt dann hart in die Haare hatten und so, weißt du? Also dieses Antriebslose dann wieder wegging, aber immer noch alles Kacke war, so, weißt du? Ja, mit der Show legte sich das dann wieder, weil das war dann schnell weggeraucht, dieser Upturn und so, ne? Aber wenn nicht genügend da war und so, dann hast du echt dann noch da gesessen und alles Kacke und kein Bock auf gar nichts, so ist die Welt schlecht und gib mir eine Tablette, dann wird sie wieder bunt. Also so aus meinem direkten Umfeld habe ich so jetzt danach in einen niemanden, der da wirklich ernsthaft, also nicht meine, also ich weiß es nicht, wenn, aber dass da einer wirklich einen Schaden von gezogen hat und bis heute nicht runtergekommen ist oder so von diesen Partys damals. Weil im Grunde haben fast alle Jungs das mitgemacht auch und auch Pappen gefressen und so, auch auf Partys. Aber so ernsthaft, dass da einer von denen jetzt einen Dauerschaden da von dieser Zeit gezogen hätte, ist mir nicht bekannt. Ne? Klein Totti war ja schon vorher weg. So, und das andere waren Leute, die ich gesehen habe, einfach immer wieder auf Partys. Oder dieser eine Typ, der da auf der Abrissparty in Silvester noch morgens in Unterhose da und seinen Springerstiefel, ne? die Tanzfläche gerockt hat. Volles Programm. Ja, der kam bestimmt auch nie wieder zurück. Von seiner Party. Naja, nee, aber so jetzt wirklich Leute, mit denen ich ernsthaft zu tun hatte oder so, nicht. Und bei den anderen habe ich nicht so genau geguckt. Ich habe gesehen, der hat die Hälfte an Gewicht verloren in 6 Monaten oder so oder in 4 Monaten, aber ob der jetzt einen geistigen Schaden davon getragen hat, vermutlich, ja, aber keine Ahnung. Naja, aber die Schäden, die wir da in den Nächten zum Teil davon getragen haben, das hat bestimmt auch Spuren hinterlassen. Wie gesagt, also so mit 15 Pillen im Kopf, weißt du, raffst du es auch gar nicht mehr. Das kann unter Umständen gefährlich werden, ja. Für mal und so hätte ich das hingekriegt, wäre das vielleicht ganz okay gewesen, für 2, 3 Mal im Jahr so eine Party mitmachen, dann noch 2 Tage oder so. Aber für einen Dauerkonsum als Süchtigen ist das ein ganz fieses Zeug. Also für mich funktionierte das überhaupt nicht als alltägliche Droge, wo ich doch jeden Tag hören will, weißt du? So, das funktioniert irgendwie gar nicht. Wie gesagt, das ist voll anstrengend, die Muskeln, da bist du voll unter Strom und dann wieder total, geht gar nichts und so. Und fürs Gehirn ist das einfach auch total anstrengend. Da war mir das Opiat dann doch wirklich lieber so. Erstens habe ich kein Problem mit diesem Turn, den brauche ich nicht mal kontrollieren, so großartig.
Da weiß ich, wie der funktioniert, wie viel ich nehme und bis zu welchem Grad. Je nachdem, was ich vorhabe, habe ich gar nichts mehr vor, will nur noch pennen, dann rauche ich so viel, bis die Augen zufallen, der Kopf nach vorne fällt. Und will ich noch was machen, dann rauche ich mich genau auf das Level für das, was ich machen will. So. Wenn es ein bisschen länger dauert, habe ich auf jeden Fall eine kleine Reserve dabei und kann nachlegen draußen, unterwegs irgendwo, im Treppenhaus oder im Keller irgendwo. Das ist irgendwie kein Problem. So. Opiat funktioniert eigentlich für mich sehr aktiv. So. Gerade beim Rauchen, beim Ballern ist es meistens so, dass die abdrücken, erstmal 2 Stunden abnicken oder so. Das hast du beim Rauchen ja nicht so. Du kommst ja langsam auf deine Stufe, wo du hin willst. Man kann das viel besser kontrollieren. Vorher, wie gesagt, es funktioniert auch nichts mit Geld verdienen großartig. Ne? So, immer die Tage, wo ich dann halt nüchtern war, funktionierte das wieder. Und wo ich nüchtern war, nicht auf Es war. Nur geraucht habe, so geraucht habe. Ja. Da ging das wieder, aber ja, sonst das Geld, was ich dann verdient habe, habe ich auf den Partys wieder ausgegeben und für die Show danach, ja. Wenn ich auf die Show danach geraucht habe, habe ich dann versucht, da wieder neues Geld zu machen für die nächsten Tage irgendwie, ne? Aber großartig tolle Dinger waren dann nicht bei. So, das kam dann erst wieder mit der Schore, als nur noch die Schore da war und ich ja, nicht mehr verwirrt war. Also, ja, und dann das Basen noch halt dazu. Das erzeugt nochmal extremen Gelddruck. Ne?